Das ist Lorena. Sie möchte sich liebend gerne bei der DPD Schweiz für eine Stelle bewerben. Die Suche ist über die Karriereseite schnell erfolgreich. Super. Auch der Ablauf ist spielend einfach. Lorena lädt ihre Bewerbung über das System Omantis zusammen mit ihrem Lebenslauf und ihrem Motivationsschreiben hoch. Lorena macht sich sogar die Mühe und sendet ein kurzes Selfie-Präsentationsvideo über WhatsApp an die HR der DPD. Nicht schlecht. Daraufhin beantwortet Lorena ein paar Fragen pflichtbewusst. Anschließend erhält DPD die Bewerbungsunterlagen elektronisch. Matthias, der HR-Mitarbeiter der DPD, analysiert die Unterlagen innerhalb einer Woche und sendet es anschließend an den zuständigen Vorgesetzten. Lorena erhält darüber eine Notification und freut sich über die Info. Transparent und unkompliziert. Die Bewerbung kommt gut an. Lorena wird zu einem Kennenlerngespräch eingeladen, in dem sie in einer entspannten Atmosphäre ihren zukünftigen DPD-Kollegen etwas über sich und ihre Fähigkeiten erzählt. Jetzt wird es interessant. Lorena wird zum Zweitgespräch eingeladen. Im Anschluss danach erhält Lorena einen Link für einen Persönlichkeitstest, den sie gekonnt ausfüllt, da es für diese Funktion einen braucht. Das dauert maximal 20 Minuten. Und es hat geklappt. Im vereinbarten Zweitgespräch erhält Lorena nun die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Entweder in einer Präsentation, einem Rollenspiel oder einem einfachen Kennenlernen des zukünftigen Teams, je nach Funktion. In einem Telefonat zwischen einem DPD-Mitarbeiter und dem alten Arbeitgeber von Lorena werden ein paar Referenzen eingeholt. Und schon erhält Lorena eine Vertragsofferte vom DPD-Mitarbeiter. Cool. Der Vertrag wird von der DPD unterzeichnet, an Lorena per DPD-Paket versendet und persönlich zu Lorena per Kurier gebracht. Jetzt steht Lorena die Tür offen und sie erhält neben ihren Vertragsunterlagen ein schönes DPD-Welcome-Package, welches sie auf die New Talents-Reise vorbereitet.